Meditatives Malen für mehr Harmonie ist mein heutiges Thema für dich und ich habe drei Methoden mitgebracht, wie du garantiert, naja, ein bisschen runterfährst oder ja, entspannter in deinen Wohlfühlabend gehst. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ja, ich habe mich spontan für ein Mandala entschieden. Und es sollte ein Mandala werden, was nach außen hin sich öffnet. Das war so die Vorgabe für mich. Von den Farben, ja, da lasse ich mich ja immer ein bisschen überraschen, wonach ich greife. Das ist dann immer, ja, intuitiv, ne? Und hier zeichne ich erstmal ein bisschen mit Bleistift vor, wie immer. Fühle ich mich so in ein Thema rein und die erste Empfehlung ist ganz klar, beginne, wenn du magst, mit so einer kleinen Atemmeditation. Also ich mache das unwahrscheinlich gerne, bevor ich zum Malen beginne, dass ich mich kurz auf mein Kissen setze und den Atem beruhige, mein Geist beruhige über die Atmung. Das ist unglaublich entspannend. Und auch die Bilder. Man sieht es dann häufig, dass die Bilder ja friedlicher werden. Ja, und hier beginnt so langsam der Bildaufbau. Ja, so, ich lasse mir dabei wirklich viel Zeit. Es soll in einer entspannten Atmosphäre ja entstehen, ne? Weil sonst ist es ja, bringt's ja nichts. Und meine zweite Empfehlung ist tatsächlich, plane dir unbedingt Zeit mit dir selber ein. Ja? Mach ein Date mit dir persönlich. Trage es in deinen Terminkalender ein. Benütze eine besondere, wunderschöne Farbe. Ah, nur für dich, das ist dein Termin, ja. Und mach es regelmäßig, praktiziere es regelmäßig. Nicht ab und zu, sondern lieber kleinere oder kürzere Einheiten, ja, aber dafür regelmäßig und öfters. Wenn dir das Video bis jetzt gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch. Das erleichtert die Suche für andere Interessenten. Wenn du mehr erfahren möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal. Ja, Harmonie im Alltag oder Harmonie im Alltag erreichen. Wünschen wir uns alle und oftmals klappt's nicht. Das ist jetzt hier wirklich schön. Man sieht, dass ich hier Begrenzungen wieder aufhebe. Ja, also du hast wirklich die Möglichkeit, in so einem Prozess wie jetzt hier alles auszuprobieren. Ja, es ist nichts in Stein gemeißelt. Wenn dir danach zumute ist, in so einem großen Bild hat man ja die Möglichkeit zu spielen. Wenn dir danach zumute ist, Grenzen aufzulösen, ja, dann tu es. So ein Bild entsteht ja niemals in einem Rutsch, ja, oder an einem Abend, ist nicht möglich. Mit Aquarell sowieso nicht, weil Aquarell teilweise muss es trocknen und es ist ein großes Papier und somit sind ja auch meine persönlichen Stimmungen, Emotionen unterschiedlich. Ja? An einem Tag ist mir eher nach einer Grenze oder Begrenzung oder ich muss mich einfangen, ja, um auch harmonischer zu fühlen oder zu werden, um entspannter zu werden. Am nächsten Tag brauche ich Freiraum. Ja? Das wechselt sogar innerhalb von 24 Stunden. Und hier seht ihr, ich lerne ja niemals aus, ich lerne jedes Mal dazu. Und zwar die Posca-Stifte, wenn man die tatsächlich gleich mit Wasser, lassen die sich mit Wasser vermischen. Das wusste ich überhaupt nicht. Ne? Also einfach nur, das sieht man jetzt hier,
dass ich die Posca-Stifte, die mit Wasser, lassen sie sich vermischen. Nur wenn sie mal trocken sind, geht es natürlich nicht mehr. Ja, und meine dritte Empfehlung ist, arbeite oder versuch's mal mit Visualisierungstechniken. Auch das lässt sich wunderbar mit heilsamem oder intuitivem Malen verbinden, ja. Und so eine Visualisierung, sei es, dass du dir einen wunderschönen Ort in dir vorstellst, ja. Eine Wiese mit tollen, mit ganz, eine Wiese mit viel, viel Blumen, Bäume, die, ja, blühen. Also erschaffe dir einen besonderen Ort in dir selber. Ja, und wenn es dann draußen zu hektisch wird, wenn auf der Arbeit, während der Arbeit, du in eine Überlastung kommst oder deine Sinne, als Hochsensible passiert es ja auch schnell, dass die Sinne komplett oder dass man überreizt ist, Reizüberflutung, ne? Dann geh zur Not auf die Toilette. Habe ich immer wieder praktiziert früher, ja. Wenn es mir zu viel wurde, gehe ich kurz raus, visualisiere und mir geht's besser. Und wie gesagt, beim heilsamen Malen oder intuitiven Malen ist das Schöne daran ist, dass wir die ganzen Methoden miteinander verknüpfen können. Das ist das Tolle daran. Bisschen träumen, Musik hören, regelmäßig ein Date mit dir. Herzelein, was willst du mehr? Danke. Ja, ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei deiner persönlichen Umsetzung von intuitives Malen. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest, über meine Arbeit, über Seminare und Workshops, dann besuch mich gerne auf meiner Website. Die Verlinkung ist unten in der Beschreibung. Also, bis nächste Woche und pfiat dich!